Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder im Kinderzimmer. Wir haben gerade Eingewöhnung im Kindergarten. Das heißt, die Kleine ist jetzt für 1,5 Stunden im Kindergarten mit hier aufbauen, hinfahren und dies, das, Ananas. Habe ich jetzt noch knapp 1 Stunde Zeit. Das heißt, ich muss mich ein bisschen sputen, weil ich ja in ihrem Kinderzimmer filme und die ja nicht hier rumwuseln soll und deswegen kann ich das nur machen, wenn sie nicht hier ist und das ist eigentlich so gut wie nie der Fall. Und heute möchte ich euch auf jeden Fall was richtig, richtig Cooles zeigen und da wird sie sich auch freuen, wenn sie nach Hause kommt und die wunderschönen Sachen sieht. Um was es genau geht, ihr könnt es mit Sicherheit schon erahnen. Es geht mal wieder um My Little Pony. Das liegt bei uns ganz, ganz, ganz hoch im Kurs. Hier ist gefühlt alles voll mit My Little Pony. Und im Anschluss filme ich auch noch ein Video über Play-Doh. Da gibt es nämlich auch richtig tolle Sachen. Und kneten ist was, damit kann sie sich beschäftigen und das freut mich natürlich und ich bin froh, dass ich jetzt wieder was Neues da habe und ja, da können wir dann später ein bisschen damit spielen und wundert euch nicht, ich bin so ein bisschen verschnupft, vielleicht kann man es hören, hoffentlich nicht. Und ich zeige euch mal, was ich jetzt hier Schönes bekommen habe. Es sind 3 verschiedene Sachen. Ich gehe mal kurz aus dem Bild. So sieht das Ganze aus. Und für das hier habe ich auch was vorbereitet. Das zeige ich euch jetzt. Und dafür filme ich aus einer anderen Perspektive. Da sehen wir uns dann nicht mehr, aber am Schluss sehen wir uns wieder. Hier könnt ihr sehen, das ist ein Set mit 6 verschiedenen My Little Ponys. Wenn ihr die Namen von den allen wisst, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich weiß tatsächlich alle. Ja, ich bin gerade etwas erstaunt über mich selbst, aber ja, so gut kenne ich mich jetzt mittlerweile schon aus. Und das hier ist unser Lieblingspony, das ist Fluttershy. Ich weiß nicht warum, aber die Kleine mag die am liebsten, obwohl es auch überhaupt nicht passt charakterlich, aber ich finde es irgendwie total süß. Und ich packe das Ganze aus und dann werden wir das ausprobieren. Ihr könnt vielleicht schon etwas erkennen, die Ponyschwänze, die sind alle hier weiß und wenn man die ins Wasser hält, dann verfärben die sich ganz bunt und das finde ich richtig spannend. Ich bin gespannt, was da für tolle Farben rauskommen, aber ich packe es wie gesagt jetzt erstmal für euch aus. Ich habe die Ponys jetzt alle ausgepackt und bereitgestellt. Die warten hier auf ihr schönes Bad. Ich habe unsere Salatschüssel mal zweckentfremdet, weil das die einzige Schüssel ist, wo man durchgucken kann, so in etwa. Und ich dachte, das ist vielleicht für euch ein bisschen besser mit dem Erkennen dann. Qualitativ muss ich sagen, finde ich die Ponys wirklich toll. Das ist ein ganz hartes Plastik und die sind wirklich schön gestaltet. Toll bis ins Detail angemalt, also da kann ich mich nicht beschweren, finde ich wirklich richtig gut gemacht und die werden auch länger halten, da muss man sich keine Gedanken machen. Das wird jetzt eingetaucht. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht könnt ihr hier unten schon ein bisschen was erkennen, wie es auf einmal ganz bunt wird. Wow, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das wird sogar noch kräftiger. Ich halte es noch ein bisschen länger rein. Vielleicht wird es da noch was kräftiger. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Richtig cool. Gefällt mir. Ganz, ganz schön pastellig. Passt zu der schönen, zarten Fluttershy. Es geht weiter mit Rainbow Dash. Auch das süße Pony wird eingetaucht. Und hier geht's richtig schnell. Oh mein Gott, das sieht richtig schön aus. Das sieht richtig, richtig schön aus. Das gefällt mir sogar jetzt noch einen Ticken besser. Passt super gut auch zu hier vorne. Cool. Oh, und hier hinten ist noch mit Lila. Das ist ja der Hammer. Cool. Es geht weiter. Auch das hier. Oh, das sieht so schön aus. Richtig toll. Ganz schöner gekringelter Schwanz.
Mega. Ich drehe es mal um. Toll, auch so zarte lila Töne, rosa, bisschen blau mit dabei, passt richtig gut optisch. Sie ist so ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber es geht weiter. Applejack? Ich glaube ja. Es geht weiter. Ich bin gespannt, ob das jetzt vielleicht orange wird oder gelb. Man kann es schon ein bisschen erkennen. Habe ich doch gut gewählt, die durchsichtige Schale hier. Oh wow. Richtig schön. Oh wow. Ich sehe es gerade noch durchs Display, aber hier ist ja wahnsinnig schön mit Grün. Hier ist es mit Rot, Orange. Richtig, richtig toll. Und dann Pinkie Pie ist mein liebstes Pony. Es geht los. Oh, bitte, ganz schön rosa. Das wär's doch jetzt. Ja, man kann schon ein bisschen was hier unten erkennen wieder. Oh, wow. Das ist so ein ganz schönes Bordeaux-Rot vielleicht. Dann noch so ein ganz schönes zartes Rosa-Gelb. Jetzt drehe ich das Ganze mal um. Oh wow, von der Seite gefällt es mir sogar noch besser. Es ist noch mit ein bisschen Lila. Richtig schön. Und ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis das wieder weiß ist. Und dann geht es hier weiter zu Twilight Sparkle. Und das ist, glaube ich, ich meine sogar auch mit Rainbow Dash, das bekannteste My Little Pony. Da haben wir auch zwei Stück in Groß schon da. Und gleich zeige ich euch noch was richtig, richtig Süßes. Und wenn ihr eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten haben wollt, dann kann ich euch das bisher auch sehr empfehlen, wenn ihr da noch was sucht. Aber es geht jetzt weiter. Ich will es unbedingt sehen, wie schön bunt das jetzt sein wird bei Twilight Sparkle. Die hat ja schon den richtig schönen bunten Flügel. Oh wow. Lila, rot, blau. Finde ich aber eigentlich sogar auch gut, dass es nicht zu bunt ist, weil der Flügel ja auch schon so sehr bunt ist. Dann würde man den Schwanz gar nicht mehr sehen. Und natürlich soll das hinten ja auch zu vorne passen. Und das tut es auf jeden Fall. Hier ist es noch ein bisschen bunter gestaltet mit Grün, Gelb, Blau. Ganz toll. Richtig schön. Also das ist eine tolle Sache. Das gefällt mir. Und ich schaue jetzt mal nach. Das war das erste, was wir gemacht haben, Fluttershy. Und das ist immer noch schön bunt, aber man kann hier oben schon erkennen, dass es langsam wieder ein bisschen heller wird. Auch hier bei Rainbow Dash, ihr könnt es mit Sicherheit erkennen, es wird schon was heller. Und das werde ich dann gleich nochmal mit der Kleinen zusammen ausprobieren. Deswegen lasse ich die Schüssel jetzt auch mal so, wie sie ist. Und dann kann man das nochmal verwenden. Und dann zeige ich euch jetzt, was ich noch Schönes habe von My Little Pony. Nämlich noch zwei coole Sachen. Und das wäre mit Sicherheit auch was, was ihr gut verschenken könnt. Die kleinen Ponys hier, ich finde, das ist ein tolles Set. Das könnt ihr in Adventskalender verteilen und dann zum Beispiel immer so alle 4-5 Tage ein Pony reinmachen und an den restlichen Tagen vielleicht eine kleine Süßigkeit. Und dann ist immer zwischendrin auch mal noch was mit dabei, was so ein Highlight ist. Und das sind 6 Ponys und dann an Weihnachten hat man dann alle 6 zusammen. Das finde ich eine tolle Idee und das ist auch immer ein Erlebnis, weil sich halt eben der Schwanz immer anders einfärbt. Und ja, also wenn ihr da noch eine Idee braucht, das finde ich richtig süß. Und jetzt werde ich das wegräumen und dann geht es gleich weiter. Als nächstes möchte ich euch nämlich noch zeigen, habe ich hier Pinkie Pie. Und wir haben ja auch schon Twilight Sparkle hier. Die kann ja leuchten. Die habe ich euch schon mal vorgestellt. Da leuchten die Flügel, das Horn leuchtet. Richtig schön. Kann ich euch auch alles nochmal in die Infobox verlinken. Dann habt ihr da schneller Zugriff. Und die Flügel bewegen sich und dann leuchten die auch. Richtig toll. Also das mag sie total gerne. Und dann haben wir Twilight Sparkle nochmal hier in so einer einfachen Form aus Gummi zum Spielen mit Kämmen. Da kann nichts kaputt gehen. Das kann man flechten, wie man hier sehen kann. Wir haben das versucht zu flechten. Und gekämmt wird es auch regelmäßig ganz
wild. Und ja, das ist halt auch schön, da kann gar nichts passieren. Auch wenn das mal hinfällt, da ist das natürlich ein bisschen besser. Und genau, jetzt geht's weiter, haben wir hier Pinkie Pie. Und vielleicht könnt ihr es schon sehen, Pinkie Pie kann lachen. Ich bin gespannt, ich pack's aus und dann werden wir das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich freue mich, dass wir jetzt auch ein großes Pony Pinkie Pie hier haben und nicht nur die zwei Twilight Sparkles. Also da freue ich mich extrem drüber, dass unsere Ponyfamilie hier ein bisschen wächst. Das Ganze ist natürlich auch ab 3 Jahren, damit ihr da Bescheid wisst. Und ja, ich pack's aus. Ich hab's ausgepackt, richtig schön, dass hier in der Mitte ist so gummiert, dass ich das Ganze auch bewegen kann. Wenn sich's lacht, dann sieht's noch ein bisschen echter aus. Finde ich richtig schön gemacht. Und die Haare kann man natürlich wieder kämmen. Und das wird höchstwahrscheinlich bei uns auch passieren. Und jetzt schaue ich einfach mal. Ah, okay, das ist gut. Hier unten kann man es an- und ausmachen. Ich mache es jetzt mal an. Ich bin gespannt, was passiert. Man soll es jetzt kitzeln. Oh Gott. Was geht los? Oh, ist ja cool. Hier ist so wie, wie so ein Sensor am Mund. Und dann lacht es. Ich denke, wenn die Kinder hierher gehen und dann hier versuchen zu kitzeln und dann lacht es, das ist ja super niedlich. Gott, wie cool ist das denn bitte? Ich finde es richtig cool. Oh, jetzt traue ich gar nicht mehr, das anzufassen. Ja, und hier könnt ihr sehen, der Bauch bewegt sich. Ich probiere mal, dass die Mähne hier ein bisschen wegbleibt, damit ihr das gut erkennen könnt. Richtig cool. Mir gefällt. Ich finde es super süß. Und das ist natürlich für Kleine auch ein richtiges Highlight. Also das ist ja toll. Das sind jetzt keine kleinen Teile dabei gewesen. Ich finde es richtig cool. Ich mach's mal wieder auf. Ja, 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 ist doch gut. Oh, ich habe gedacht, ich hab's ausgemacht. Ah, jetzt ist es aus. Okay. Das ist eine richtig coole Sache. Ich finde das schön mit dem Sensor hier, weil die Kinder dann doch noch nicht so motorisch so weit sind oft. Und dann finde ich das gut, dass es halt lediglich durch diesen Sensor und dann, wenn die das ein bisschen anfassen, hier oben die Hand, dann ein bisschen vorkommt, dass das dann schon anfängt und dass man sich da nicht den Wolf kitzeln muss. Und dann bleibt es auch noch länger schön. Also das finde ich richtig cool und wie sich das bewegt. Die Lache ist schön, das ist schön pink. Das gefällt mir richtig gut. Oh, das ist schön. Das ist schön. Da freue ich mich drüber. Und ich kann euch mal zeigen, die Ponys werden so langsam hier wieder durchsichtig. Was heißt durchsichtig? Weiß, meine ich natürlich. Hier dauert es ein bisschen länger. Aber bei Rainbow Dash geht es am allerschnellsten. Cool. Also das kann ich euch auf jeden Fall als Adventskalender-Idee mit auf den Weg geben. Das hier finde ich eine tolle Sache für Weihnachten. Und dann geht's weiter. Habe ich nochmal eine Twilight Sparkle, aber als Baby. Und das habe ich noch nie gesehen. Das ist so, so niedlich. Bei uns ist es jetzt auch gerade so, wir haben geschenkt bekommen, was richtig, richtig schön ist. Und zwar aus Holz eine Wickelkommode für Puppen und einen Hochstuhl und ein Puppenbett. Alles aus Holz, weiß mit rosa, richtig schön. Das passt super gut hier ins Zimmer. Und da spielt sie jetzt natürlich auch super gerne mit den Puppen und zieht die an und legt die ins Bettchen und das passt natürlich dann hier auch super gut mit dazu. Und ja, ich probiere es jetzt mal aus. Irgendwas passiert hier auch mit der Flasche. Ich freue mich und das kann ich euch höchstwahrscheinlich jetzt auch schon empfehlen, wenn es darum geht, was ist an Weihnachten so unterm Baum los. Ich pack's aus und dann schauen wir es uns an. Ich habe das jetzt mal ausgepackt. Das ist so niedlich mit den kurzen Beinchen, den riesengroßen Kulleraugen. Es hat eine Krone mit Glitzerstern auf. Ich gucke jetzt gerade hier ins Display. Ja, die Augen glitzern hier.
Das geht ein bisschen ab, aber das wird nach 2-3 Mal Spielen dann auch weg sein. Dann hier, es hat natürlich noch nicht ganz so lange Haare. Es ist noch klein, finde ich süß. Also da wurde auf jeden Fall auf jedes Detail geachtet. Das Schwänzchen ist noch nicht so groß, es hat eine Windel an. Die Flügelchen noch ganz, ganz babyklein, mega süß. Auch das Horn vorne noch so klein. Das gefällt mir richtig gut, das sieht richtig babyhaft einfach aus. Und dann war hier auch noch so ein kleines Stofflätzchen mit dabei. Das werde ich jetzt natürlich auch mal anziehen. Das Lätzchen hat es an, das ist einfach mit einem Klettverschluss festzumachen. Den Kopf kann man hier auch bewegen, die Beine kann man bewegen. Richtig süß. Das hier ist das Fläschchen, was dabei war, und das ist auch richtig schwer. Und jetzt probieren wir das mal aus. Es soll mal was trinken. Oh, wie süß! Oh, oh nein, ist das niedlich. Nochmal. Oh, jetzt hat es einen Riesenschluck genommen. Oh, wie schön. Oh, es freut sich. Oh, ist ja super niedlich. Nochmal. Oh. Falls gleich für mich. Das ist so niedlich. Und das ist eine richtig, richtig schöne Geschenkidee für Weihnachten. Also ich kann mich gar nicht entscheiden, was mir am besten gefällt. Wirklich gar nicht. Die sind alle drei wunderschön. Das Set hier hinten finde ich halt richtig schön für die Adventskalender. Und dann natürlich hier hinten das Rosane hier, Pinkie Pie, das lachen kann, auch super niedlich. Ich denke, das macht halt auch Spaß, wenn es mehrere Kinder sind. Man stellt das auf den Boden, jeder darf da mal kitzeln und da freuen sich die Kinder und lachen und rennen da rum. Also das kann ich mir da auch sehr, sehr gut vorstellen. Das hier ist halt wunderbar zum alleine oder mit dem Geschwisterchen zu spielen. Also da hat jedes Set, jedes Pony hat da seine Vorteile. Ich kann euch alles in die Infobox verlinken, wenn ich mich entscheiden müsste. Schwierig. Aber ich glaube, das hier ist auch mein Favorit. Das sieht schon richtig niedlich aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer liebstes Pony ist und warum, würde mich auch interessieren. Die Ponys haben hier alle verschiedene Charaktere, das finde ich auch super spannend. Wie gesagt, von unserer Kleinen ist das liebste Pony Fluttershy. Hat mich überrascht, aber finde ich cool. Und genau, mich würde es interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich zeige es euch nochmal kurz, jetzt langsam wird der Schwanz wieder weiß und dann kann es bei uns auch bald losgehen und die Kleine kann das einfärben und sich dann nochmal dran erfreuen. Finde ich toll, dass das auch nicht zu lange dauert mit dem, dass das wieder weiß wird. Dann kann man das nochmal neu machen und das ist ja auch super spannend. Genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal wieder aus der Perspektive, so kann ich es euch einfach ein bisschen besser zeigen. Ich musste halt noch ein bisschen üben mit, weil ich neben der Kamera stehe, muss dann öfter mal ins Display gucken, damit alles im Fokus ist. Ich hoffe, es hat ganz gut geklappt. Jetzt ist ja auch geht's los mit Kindergarten langsam. Da habe ich jetzt wieder öfter Zeit und natürlich kann sie sich dann immer freuen, wenn sie aus dem Kindergarten kommt und hier stehen ganz tolle, schöne Spielsachen. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken. Macht's gut. Tschüss.